Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Wie ihr wahrscheinlich schon auf meinem YouTube-Kanal mitbekommen habt, habe ich aktuell die Aktion, dass vom 1. Oktober bis zum 24. Dezember jeden Tag ein YouTube-Video kommt. Und ganz, ganz viele dieser YouTube-Videos im Oktober sind Adventskalender-Auspacken-Videos. Und ich habe mir sehr, sehr viele Adventskalender gekauft aus verschiedensten Bereichen zum Auspacken. Also Essenskalender, Make-up, Pflege, super teure für 200 Euro oder so, super günstiger, also alles Mögliche. Es ist eine große Vielfalt und ich habe das Glück gehabt, dass es auch ein paar Firmen gab, die auf korrekt gesagt haben, ey, wir stellen dir einen Adventskalender, dann musst du ihn nicht kaufen. Bewerte ihn ehrlich, probier ihn aus. Hier hast du noch einen Code für deine Follower und dann dachte ich, auf jeden. Das ist interessant und ihr wisst, mein YouTube-Kanal ist nicht nur Make-up oder nur Pflege, sondern es ist ein Rundum-Programm. Und meine Mutter guckt meine YouTube-Videos. Aber ich bin selber sehr neugierig, deswegen habe ich hier den Amorelli Adventskalender. Ich weiß nicht, ob ihr Amorelli kennt. Das ist ein Online-Shop für... Ich muss mich ein bisschen dezenter ausdrücken, weil meine Mutter guckt meine Videos. Verstehst du, wie ich meine? So. Es ist ein Kalender und Amorelli ist ein Online-Shop, der sich auf die Vorlieben von Erwachsenen bezieht. Es gibt Dinge, die Erwachsene gerne mögen. Selbst wenn ich sie jetzt sagen wollen würde, könnte ich es nicht tun, weil YouTube wird dann sagen, mm-mm. Aber ihr kennt alle diesen einen besonderen leckeren Nachtisch, den man mit jemandem essen kann, wenn man ihn ganz besonders mag. Dieser eine Nachtisch, der so, deine Lenden erbeben lässt. Ja. Und da hat Amorelli viele coole Sachen und hier ist ein Kalender und den packen wir jetzt aus und ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ich muss sagen, mit so einer Spielzeugrichtung oder dieser, also ich weiß, was es alles so gibt, weil ich bin neugieriger Mensch, so ich habe mir auch schon vieles in Läden angeguckt, bla, aber so mein Erfahrungsschatz ist sehr begrenzt, weil, ne, so alles gut. Der Kalender, ich lese euch mal vor, was da steht. Der Amorelli Adventskalender, original mit verführerischen Einsteigerprodukten für Paare und Singles, die gemeinsam Neues entdecken wollen. Eine neu zusammengestellte Produktauswahl, bestehend aus 24 Produkten, begleitet Paare durch eine sinnliche Vorweihnachtszeit und darüber hinaus. Der Kalender kostet 109,90 Euro, der Warenwert liegt bei 410 Euro. Neues, ja, neue Glücksgefühle. Hinter den 24 Türchen des Amorelli Adventskalenders verbergen sich 24 Hochgefühle. Achterbahnfahrten im Bauch, Momente des Verlangens und der Befriedigung. Wir wissen nicht, was kommt, aber es wird gut. Lass uns das Jahr 2022 liebevoll begrüßen. Ich mach's wie in jedem Video. Achso, warte mal, was wir auch wissen sollten. 109,90 Euro kostet der Kalender durch 24, das heißt pro Tür geteilt durch 24, zahlst du 4,50 Euro. Okay, ich kenne mich in dem Bereich nicht so aus, was so wie viel kostet, aber ich mach's wie bei jedem meiner Kalender. Ich pack Türchen für Türchen mit euch aus, ich sortiere es nach Haufen, gut, schlecht, mittel. Und dann würde ich sagen, lasst uns endlich anfangen. Ich bin auch richtig neugierig, Digi, komm. Der Kalender kommt in einer großen Pappverpackung und startet mit der 1. Die 1 ist ein Mini-Vibrator. Ich hätte... Digga, mir bleibt's im Hals stecken. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das Wort Vibrator öffentlich sage. Ich weiß, jetzt werden manche denken, oh Bro, du bist hammer verklemmt. Bro, mach dir keine Sorgen, ich bin ein wildes Ding. Aber in den Kreisen, wo es nötig ist... Oder wo es halt so ist, aber ja, ich wollte das machen. Ich finde das interessant, weil ich dachte, nee, ich finde das interessant. Also, es ist halt ein kleines Lustspielzeug, aber interessant. Schauen wir einfach mal, was Türchen Nummer 1 hier kostet. Ich finde jetzt nicht genau den hier, aber so, ja, so ein Starter-Set mit ein, zwei anderen Sachen kostet jetzt hier 60 Euro. Also sagen wir so, 20, 30 Euro kostet der vielleicht. Interessant. Ist meiner Meinung nach ein gutes Türchen in so einem Kalender und kommt auf einen guten Haufen. Türchen Nummer 2. Christmas Challenges. Ach so. Ah, okay. Tamam. Interessant. Das ist ein Buchkalender. Mit Liebe gemacht. Auch schöne Idee, ne? Guck mal, du gehst so vom 1. bis 24. Dezember. Türchen für Türchen. 23 heiße Aufgaben für ein heißes neues Jahr. Türchen 1. Heute gibt es eine Mummy-Massage. Türchen 3. Nippelorgasmus. Den gibt es. Ja, sowas kann es geben. Ist interessant. Oh ja, das kenne ich auch. Das ist sehr gut.
Okay, nochmal in einer anderen Sprache, auf Französisch. Ja, cool. Ich dachte jetzt erst, das sind so Gutscheine, die man sich untereinander schenken kann. Bro, ich sag euch ganz ehrlich, wir haben uns auch mal so Gutscheine geschenkt. Und ja, irgendwie, also kann cool sein, aber eigentlich brauchst du keine Gutscheine. Weil in dem Moment, wo du den Gutschein einlesen würdest, kannst du es auch anders regeln. Und in den Momenten, wo du ihn nutzt, wo es eigentlich unpassend ist, keine Ahnung, ey, wenn ich gerade ein Dino einlege, hätte ich auch keinen Bock, dass jemand reinkommt. Gutschein, das ist soweit. Bro. So, einer auf den. Aber ich finde das eine gute Sache. Das kommt für mich aufs gutes Türchen, weil das kann sehr interessant sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr spannend ist. So, ne? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Lust drauf hätte, aber ich werde mir das nochmal genauer ansehen. Pure Pleasure Vegan. Ach, das ist ein veganes Gleitgel. Ah, okay. Ja, ich glaube, soweit ich jetzt das beurteilen kann, das kommt auch auf einen guten Haufen, weil ich glaube, wenn jemand das benutzt und es dann auch vegan ist, ist es gut. Riech mal dran. Aber ja, riecht wahrscheinlich. Ah, okay, ist geschlossen. Nee, dann lasse ich das. Weil ich werde einen Teil davon an meine Freunde verschenken. So, Bro, hier brauchst du Gleitgel, alles klar. Aber ich glaube, es ist auf einen guten Haufen. Ich versuche so neutral wie möglich und ehrlich halt zu bewerten. Weil ihr wisst, Digga, nur weil mir eine Firma was schickt oder so, heißt das nicht, dass ich sage, oh ja, alles geil und so. Nein, mache ich nicht. So, das wissen die Firma aber auch. Und wenn sie das respektieren, gut, wenn nicht, dann sage ich, okay, Bro, dann nicht. Arbeiten wir nicht, kein Problem. Okay, also das ist ein... Was ist das? Ein Penis... Ein Hering? Ich glaube schon. Also ich kenne mich jetzt auch nicht so krass aus, weil Joy, das ist wahrscheinlich... Ich kann ja... Oh, ich glaube, ich kann nicht mal das Wort sagen von dem Geschlechtsteil, wofür das ist. Der Pipimax. Der Koloss. Keine Ahnung. Schreibt mir mal richtig lustige oder kitschige oder männliche Namen für das Geschlechtsteil in die Kommentare. Würde mich hammer interessieren. Ja, schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare. Also es gibt ja so viele Begriffe dafür. Wenn ich einen Pipimax hätte, hoffentlich zensiert YouTube jetzt nicht Pipimax, dann würde ich ihn Bazooka Joe nennen. Ja, das ist so das, was ich mir mal gedacht habe, wenn ich halt sowas hätte. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich würde... Ah, ein doch, Digga, sag ich doch, ein Ring für den Pipimax. Aber keine Ahnung, ich habe da also... Das ist gar nicht mein Gebiet, keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Kommt für mich auf einen neutralen Haufen, weil kein Plan, wofür, was. Ich glaube, das ist, damit die Person nicht so schnell zum Ende kommt. Ich weiß es aber nicht. Ich bin jetzt auch kein Profi, was das angeht. Deswegen neutraler Haufen. Türchen Nummer 4. Wo ist die 5? Hammer spannend. Hier, hammer aufregend. Das ist... Ah, okay. Oh, ich könnte euch so viele Geschichten erzählen. Tschüss. Ach, das ist jetzt so... Ja, okay. Die Schiene so auf... Hält das auch was aus? Ja, okay, so auf schmutzig, schmutzig. Oh, Digga, ich habe eine Geschichte gerade im Kopf. Die muss ich Schatzi gleich mal erzählen, ob er sich an diese Geschichte erinnert. Bestimmt, natürlich erinnert er sich, yo. So eine Augenbinde? Ja, okay. Oh, Digga, so, ich sag euch ganz ehrlich jetzt unter uns, so eine Augenbinde. Oder womit auch immer du die Augen verbindest. Das kann eine sehr interessante Erfahrung sein. Wirklich, ich habe gerade am ganzen Körper Gänsehaut, weil, ne? So, sehr interessant, weil deine Sinne konzentrieren sich auf, du nimmst alles viel intensiver wahr und so. Also egal jetzt, ne? Nicht nur bei dem heftigen Nachtisch, den man isst, sondern auch jetzt, wenn du normales Essen isst oder keine Ahnung. Sehr interessant. Doch, Mann, ich glaube, vielleicht kann man damit auch jemanden so die Hände verbinden. Bestimmt. Ja, okay, vielseitig einsetzbar. Guter Haufen, weil das ist, glaube ich, auch etwas... Ich glaube, das ist so ein Produkt, was viele, womit sie anfangen, wenn sie bei so einem Shop wie Amorelie Spielzeugzubehör oder sowas kaufen, als wenn sie jetzt direkt sowas holen oder so. Ich weiß es nicht, wie offen da jeder ist und was da so geht, keine Ahnung. Aber das ist so ein Produkt, das passt auch zu jedem meiner Meinung nach, weil es alles halt sehr, sehr interessant und schön macht. Beziehungsweise interessanter oder schöner, intensiver, so einer auf den. Oh, Türchen 6. Nikolaus. Was schenken sie uns zum Nikolaus? Oh, ach, okay. Das ist interessant. Ah, das ist ein Auflegevibrator. Tarnt als Waschding. Okay. Oh, ich wasche mich gerade. Ja, also finde ich für mich jetzt nicht ansprechend. Ich habe auch keine Badewanne, aber kann ich nicht bewerten. Also schreibt mir gerne in die Kommentare mit bei den Sachen, wo ich unentschlossen bin, so wie der Ring oder das hier, wie ihr es findet. Aber für mich wäre es jetzt nicht. Deswegen kommt es auf den neutralen Haufen. Wobei ich bewerte natürlich auch nicht die Haufen nur danach, wäre es was für mich oder nicht, sondern auch, was würden die meisten vielleicht denken. Ist es was, was für viele Paare ansprechend ist? Oder ist es etwas, was halt nur für Leute ist, die auf das und das stehen? Also sehr spezifisch. Deswegen, ich sag mal,
genderneutral auf. Türchen Nummer 7. Das ist sehr spannend hier. Amorelie, hammer cool, dass ihr gesehen habt, dass ich so Adventskalender-Videos mache und euch gemeldet habt. Wirklich, das freut mich. Ach so, das ist ein Putzmittel, damit du deine Spielzeuge damit putzt und des äußeren Intimbereiches. Geruchslos und ohne Alkohol dank besonderer sanfter Formel. Ja, du kannst auch sowas einfach mit Seife sauber machen und Wasser, keine Ahnung, aber also jetzt so Spielzeugkram würde ich so sagen, aber ich glaube, es ist so eine Mischung aus Mittel und Gut, da bin ich gerade nicht sicher, keine Ahnung so. Nummer 8, die 8, die lacht. Guck mal, diese riesige Schnarchnase, wie laut er da schnarcht. Aber ist nicht schlimm. Ich hoffe, du träumst ganz süß. Was ist das? Die 8 ist das doch, ne? Nicht dumm, nee. Bro, also, nein, Amorelie, komm, Digga, wir müssen jetzt auch ehrlich bleiben. Obwohl, kann das gut aussehen? Nein, Digga, bin ich gerade dumm? Nein, Digga, Amorelie, also, nein, also für mich ist es nichts. Bro, ich habe auch große Brüste, so, ne, die Nippel sind jetzt auch nicht mehr bei meinem Kopf, ne, aber nein. Also, ne, es gibt so Frauen, glaube ich, so, die so schöne kleine Brüste haben, jede Brust auf ihre Weise schön, ne, aber es gibt manche Sachen, die stehen denen mehr als denen und so, ist jetzt von meinem Geschmack her, ne, macht, was ihr wollt. Aber da kann sowas sehr sexy aussehen, so ordentlich auf schmutzig und so, aber nein, komm, niemand, den ich kenne, ich kann ja mal meine Freundinnen fragen, würde Nippeldinger benutzen? Also für mich kommt das auf einen schlechten Haufen. Die 10, ist das die 10? Ne, die 9, ja moin. Hat sich gereimt. Amorelie Vegan Intense Gel for Her. Ach, das ist ein Gel. Oh, okay, warte, was steht hier? Das vegane Gel für Frauen spendet Feuchtigkeit und kann mit seinem prickelnden Effekt für erhöhte Empfindsamkeit sorgen. Oh, das klingt sehr interessant. Das kommt auf den guten Haufen. So, prickelnd. Prickelnd ist ein schönes Wort. Dann ist hier ein Online-Kurs für Schlafzimmer, Handarbeitskurs für Paare. Ah, du bekommst hiermit, das ist ein Gutscheincode. Oh, und du kannst dann umsonst diesen Kurs machen. Brauche ich einen Hand? Nein, Digga, was für ein Handarbeitskurs. Das läuft schon alles gut. Aber falls ihr einen Kurs buchen wollt, habt ihr da einen Gutschein drin? Jetzt kommt die 10. Bro. Ja, also das ist jetzt, glaube ich... Nein, also weiß ich nicht. Also das ist jetzt so ein Ding, womit du so ein bisschen auf den Po hauen kannst. Kann auch mal interessant sein. So. Aber... Es hat eine andere Schlagkraft als vielleicht eine Hand, aber also es ist jetzt auch nicht so handlich. Also wenn du jetzt mit einem Hobbit den Nachtisch isst, okay, aber guck mal jetzt, ich habe auch für eine Frau relativ große Hände, glaube ich, keine Ahnung. Ja, wie willst du es denn machen? Also ich keine Ahnung, aber wäre mir jetzt auch zu sanft vielleicht, wenn man das, also ich tue es mal auf den mittleren Haufen oder auf den doofen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht bewerten. Ich glaube Mitte, ja Mitte, weil ich es nicht bewerten kann, aber ich glaube, es ist nicht so geil. Aber vielleicht bin ich auch in der Handhabung gerade nicht richtig, weißt du, deswegen, weil ich finde es sehr klein. 11. Ist das? How to use. Du machst irgendwas auf, dann holst du irgendwas raus und dann... Nee. Ist das das, was ich denke, was? Nein. Nein, Digga, das müssen wir jetzt googeln. Warte mal. Was ist das? Masturbator. Ei-Masturbator. Darf ich das Mastu-Wort hier sagen? YouTube hat die Regeln ein bisschen strenger geworden. Ja, und was machst du damit? Es hat so verschiedene Strukturen, wenn du es jetzt öffnest. Ich öffne es halt nicht, weil ich Kram halt auch verschenke. Und dann kannst du... Oh, okay, du kannst... Ach, das ist ein Geschenk für Männer? Die super echt... Das ist... Ach, das ist eine Mumie? Nein, doch, doch. Ich denke, so ein Geschenk für Männer? Sieht Eis aus wie ein Eis? Die super echte... Mumie wird ihnen helfen, die einsamen Stunden zu überstehen? Ich dachte, das ist ein Geschenk für mich, yo. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich sowas mal probieren, um zu gucken, wie es ist. Ich tue es mal auf den... Aber an sich finde ich es halt irgendwie dumm. Ich weiß... Also, weiß ich nicht. Aus der Sicht eines Mannes, ich tue es mal auf den guten Haufen. Weil vielleicht wird er sich sowas nie kaufen, weil er sich nicht traut, der Mann. Aber jetzt probiert er das mal aus. So wie Jim irgendwie bei American Pie. Ich weiß es nicht. Interessant, was es so gibt. Türchen Nummer 12 ist ein Kamasutra. Hoch. Ich habe oft von Kamasutra gehört, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, Bewegungen, die so entstehen und was du so treibst, passt sehr interessant. Und also ich brauche jetzt kein Buch dafür. Also so die Kreativität ist halt gegeben. Ja, und manches, also bei manchen Sachen, Bro, ist mir das dann auch, glaube ich, zu anstrengend. Also so, meine Gelenkigkeit war mal besser, ist aber okay, Bro, was geht hier ab, die Klammer. Aber, ich finde, bei manchen Sachen ist es dann auch, dann wird es vielleicht so ungemütlich, dass es halt nur noch ein Akrobatikkurs ist. Oh ja, das ist mir bekannt. Aber vielleicht ist das für manche interessant, ich kann es nicht bewerten, deswegen, ich glaube, das kommt auch so zwischen Gut und Mittel, so.
Ich weiß nicht, wie die meisten so zu Kamasutra stehen, was da so abgeht. Nummer 13. Das ist ein Cleansing Gel, veganes Intimwaschmittel zur milden Reinigung der empfindlichen Haut im Intimbereich. Kommt für mich auf einen guten Haufen, weil ich benutze auch für meinen Intimbereich immer Intimwaschlotion, aber sehr sensible. Ich weiß, viele sagen, man soll es nur mit Wasser machen. Ich persönlich fühle mich einfach frischer, wenn ich eine Waschlotion für den Intimbereich nutze. Ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrung schreiben, weil es kann auch den pH-Wert, also es kann auch schlecht für den pH-Wert sein, wenn du andere Sachen benutzt, aber ich weiß nicht, nur mit Wasser reicht es mir irgendwie vom Empfinden nicht. Nummer 14. Ach, das ist, glaube ich, auch so ein Ring. Oh, ah, sowas ähnliches. Ich weiß auch nicht, das geht auch in diese... Ah, Digga, hier sind... Ach so, das ist ein Ring für den Pischermann. Pischermann, ey, sag ich eigentlich zu Kindern, wenn man drüber redet, aber jetzt YouTube. Ja, okay, das ist beides in diese Richtung. Ich habe da nicht so Erfahrung mit, aber ich glaube, das ist etwas, was für Paare interessant ist. Hörst du zumindest oft im Zusammenhang mit solchen Shops, deswegen kommt das mal auf einen guten Haufen. 15? Bro, okay. Hä? 15 ist Tasche fürs Spielzeug? Nein, Digga, wenn ich eine Tasche nehme, um ein Spielzeug reinzutun, dann will ich das auch diskreter halten und nicht, dass das da draufsteht. Und sie ist auch recht klein. Also, nein, Digga, das ist für mich ein schlechter Haufen. Aber das sind halt diese Füllprodukte. Das hast du bei Make-up-Kalendern auch. Ne, du kannst ja nicht nur heftig geile Sachen reintun, sondern manchmal hast du halt auch so ein Füllprodukt. Ist auch okay. Und das ist halt so ein Füllprodukt, würde ich sagen, weil... Nimm eine hübsche, ästhetische Tasche oder... Ich weiß nicht. Nummer 16. Nummer 16 ist ein Mundwasser Spray, wenn du mit deinen Lippen Dinge tust, die da so tust, damit du eine gewisse Feuchtigkeit im Mund hast. Wasser mit Zitrusgeschmack für Oralkram. Enthält Inhaltsstoffe, die den Speichelfluss anregen können. Digga, probieren wir aus. Wie oft sprühen? Keine Ahnung. Oh, ja, okay. Schmeckt. Schmeckt zitronig, aber so künstlich zitronisch. Ah, okay. Ja, ich merke mehr Speichel, aber hast du jetzt wirklich Lust, während deinen Angelegenheiten... Oh, Pause, Moment. Weiter geht's. Ich habe nie gehört, dass es sowas gibt. Interessant, was es so gibt. Schwer für mich zu bewerten. Mittlerer auf 17. Ein Fingervibrator? Kann ich auch nicht so viel zu sagen. Habe ich nicht... Also, höre ich auch zum ersten Mal tatsächlich. Aber neutraler Haut. Ich muss mal meine Freundinnen mehr fragen. Also, so was sie so über den Kalender halten und so. Was bei denen so geht. Nummer 18. Nummer 18 ist ein Analplug. Das steckst du dir halt hinten rein. Ja, kommt, glaube ich, auf den guten Haufen. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch eine Startergröße. Für die sowas mal ausprobieren wollen. So, also das ist ja auch ein Einsteiger-Set. Also für Starter und so zum Kennenlernen von dieser ganzen Richtung. Türchen 19. Ah, okay. Türchen 19 ist eine Maske. Aber das ist wahrscheinlich so ein auf... Da trägst halt beim Karneval. Also weil... Ja, also... Bali, keine Ahnung... Bei solchen Masken feiere ich das eher, wenn man sie hinten nicht zusammenbinden muss, als wenn du... Also wenn die so ein Gummiband haben. Ja, ich weiß nicht, sieht aus wie Darkwind Duck. Ist ganz okay. Ich wüsste überhaupt nicht, was damit anfangen soll. So, wenn du auf so eine Veranstaltung gehst, trägst du vielleicht eher doch was anderes als das, weil du siehst ja trotzdem recht viel, keine Ahnung. Also kommt für mich jetzt einfach auf einen schlechten Haufen, weil ich... Keine Ahnung, Bro. Aber ist das auch nur meine Bewertung? Vielleicht schreibt in die Kommentare, was hast du auf einen neutralen Haufen gemacht? Das ist das heftigste Produkt des Lebens. Ich weiß es. Türchen 20, ein großer Karton mit Essen. Der verfressene Mampfa. Oh, was für Essen? Das sind Soft-Tampons? Kenne ich gar... Ach so, das sind wahrscheinlich... Packen wir mal einen aus. Oh, weiß ich nicht. Also, ich würde mich ja fühlen, als würde ich einen Schwamm putz, also aus der Küche reintun. Also, ich bin halt so ein Fan, OB, fertig. So. Aber, also, kann aber auch Nachteile haben, ne? Informiert euch selber darüber, was ihr da wie benutzt. Jeder hat andere Vorlieben und andere Ansichten zu gesundheitlichen Sachen und so. Aber kommt für mich auf einen doofen Haufen, weil kann ich persönlich gar nichts mit anfangen und hat für mich jetzt gerade nichts damit zu tun, dass irgendwas prickelig ist oder so. Ach so, es geht darum, dass du das in dir hast und trotzdem Nachtisch essen kannst. Oder in die Sauna oder so. Ah, okay. Hat kein Rückholbändchen, aber kann man wohl trotzdem gut, also ja, also nee, weiß ich nicht. Also für mich nichts. So kommt für mich auf den doofen Haufen. Wir nähern uns dem Ende. Türchen 21. Finger Sleeve. Also, okay. Ach so. Das ist so ein Noppending. Das packst du auf die Finger drauf und dann kannst du intensive Berührung ausführen. Ist, glaube ich, auch etwas Interessantes. Kann ich gerade nicht beurteilen, aber ist auch ein gutes Anfängerprodukt, deswegen ein Einsteigerprodukt. Produkt für Neugierige.
deswegen gut auf. Türchen 22. Chocolate Flavor. Ja, das ist... Okay, das ist Sirup für Body Paint. Also um halt dich anzumalen oder, keine Ahnung, um dich gegenseitig abzuschleckern. Sirup mit Schokoladengeschmack für Körperbemalung. Digga, wenn ich Schokoladensirup will, nehme ich halt Schokoladensirup. Aber das ist ja so ein Body Paint, um dich anzumalen. Und dann schleckert jemand das Angemalte weg, was du extra gemalt hast. Und es schmeckt nach Schokolade. Bro, entweder ich nehme Sirup und wir machen halt unsere Angelegenheiten und dann ist es weg. Oder ich male und wir lassen das schöne Bild dran. Neutral, Digga, aber für mich nichts. Was für ein Schokoladensirup. Man kann interessante Sachen machen mit flüssigen Süßigkeiten. Aber mich jetzt anmalen, hätte ich jetzt halt gar kein Bedürfnis dazu. So, einreiben und sonstiges, okay, aber so anmalen, keine Ahnung. 23, das vorletzte Türchen. Ah, ein schmutziges Kartenspiel. Mit der Little Confessions Edition erschaffen sich Paare und frisch Verliebte mit gezielten Fragen einen Raum, in dem sie sich öffnen, ehrlich kommunizieren und über ihre Piep-Piep-Piep Intimfantasien reden können. Wo und wann wirst du am liebsten beim Piep-Piep-Piep berührt? Was würdest du sagen, sind unsere Stärken und Schwächen beim Piep-Piep-Piep miteinander? Wie sehe ein erotischer Wochenendtrip im besten Fall für dich aus? Beschreibe es mir im Detail. Ach so, du fragst Sachen, du kannst Sachen fragen, wie jetzt zum Beispiel dieses Wochenendtrip, oder du kannst etwas beichten. In dieser Situation hätte ich mir gewünscht, von dir verführt zu werden, nämlich als wir bla bla bla. Das ist mit Abstand mein peinlichstes Piep-Piep-Piep-Erlebnis. Alles klar, habe ich gestern gehabt. Oh nein. Nein, das werde ich niemals einem Menschen erzählen. Welche drei Wörter beschreiben am ehesten die Art von Piep, 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 die du magst? So verwöhne ich dich am liebsten. Sehr interessant, kommt für mich auf einen guten Haufen. Schatzi und ich haben immer schon eine Top-Kommunikation gehabt. Also Bro, wir sind manchmal auch zu ehrlich, yo. Aber sehr, sehr gut so. Und das schätze ich auch sehr an ihm. Und wenn du so ehrlich miteinander bist, dann kannst du dich auch so fallen lassen. Das ist sehr schön. Ja. Also werde ich mir mal durchlesen, vielleicht sind da Fragen dabei, die ich fragen kann, Digga. Beim Frühstück komme ich einfach zu ihm, ich habe ein paar Fragen und ein paar Beichten, hör mir mal zu. Und Schatzi ist dann immer so, ja okay. Und hört sich das an? Interessant. Na, wenn der wüsste, was auf ihn zukommt. Guter Haufen, und jetzt kommt die 24, die Creme de la Creme. Ach so, das ist eine interessante Angelegenheit. Ein Vibro-Ei. Das heißt, du führst diesen Gegenstand an deinem Körper und hast halt die Fernbedienung oder jemand anderes, je nachdem, wie da der Abstand ist von der einen Person zur anderen, und dann kannst du für gewisse Schwingungen sorgen. Interessant. Das kommt auf den guten Haufen. Das ist eine interessante Sache. Und ja, ich sortiere jetzt mal kurz die Haufen. Ja, Digis, ich habe jetzt sehr lange überlegt, wie ich den Kalender bewerten kann und wie ich die Haufen sortiere von den Sachen, bei denen ich eher unsicher war. Und ich habe jetzt einfach mal eine kleine Reihenfolge für mich vor mir hingetan und ich zeige euch das mal und sag was. Ich habe natürlich geschaut, was meiner Meinung nach zu den meisten Leuten passt. Wundert euch nicht, dass mein Make-up-Tisch, Bro, der ist immer ein bisschen dramatisch und komisch. Und was halt meiner Meinung nach für mich auch interessant ist, also ein gutes Mittelding. Was für mich halt wirklich so Füllprodukte sind, mit denen ich gar nichts anfange, die ich eher als schlecht finde, sind diese Brustnippeldinger, diese Soft-Tampons, die Maske, das Schokozeug fürs Anmalen und da die Tüte für die Spielsachen. Also das sind halt so Sachen, wo ich wirklich eine sehr kleine Zielgruppe sehe und kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Sind halt typische Füllprodukte so. Die mittleren Sachen sind für mich dieser Fingervibrator, weil fühle ich irgendwie nicht, keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht so erklären, fühle ich nicht so. Dann dieses Toy-Spielzeug und dieses Mundspray. Also das Mundspray ist ein cooler Gedanke, aber wo ich halt denke, es wäre jetzt nicht für mich zu sagen, ey, einen Moment, ich nehme so ein Spray, sondern Bro, ich trinke kurz einen Moment, chill. Aber vielleicht feiern das manche, ich weiß es nicht. Dann ist das hier im Allgemeinen der gute Haufen. Und ihr seht, viele der Sachen, die auf dem mittleren Haufen waren, sind auf den guten Haufen gekommen. Keine Ahnung, so ein Kamasutra-Buch fühle ich persönlich jetzt nicht so, aber kann mir vorstellen, dass viele Paare da mal rumprobieren oder gucken. Dieses Schlagding ist eine interessante Erfahrung, wenn man das erste Mal solche Sachen ausprobieren möchte. Wobei ich immer noch tippen würde, es ist zu klein. Dann bei dem Auflegevibrator dachte ich, okay, aber hier hast du ja sonst keinen Auflegevibrator. Und für eine Frau, die sowas vielleicht das erste Mal probieren möchte, ist das halt, es ist halt ein Anfängerkalender, weißt du, für Einsteiger, die da rumprobieren wollen mit Sachen, die jetzt nicht zu verrückt und crazy sind, sondern so, doch, Digga, ist doch für viele interessant. Ich bin auch gerade direkt zu Schatzi wegen dem Rätsel. Ich so, nach dem Frühstück wollte ich was mit dir besprechen. Er so, was denn? Ich so, ja, ich habe so ein Rätsel gefunden über das Thema. Ich wollte da mal mit dir ein paar Sachen durchgehen, bin neugierig, alles klar. Und ja, ihr seht, hier sind sehr, sehr viele Sachen auf dem guten Haufen. Ich muss sagen,
sagen, ich bin auf dem Gebiet jetzt nicht so bewandelt, würde aber sagen, dass ich den Kalender empfehlen kann, weil ich habe jetzt auch andere Kalender gesehen in diesem Bereich für Erwachsene und die sind dann schon alle höherpreisig. Also da findest du jetzt keinen Kalender für 20, 30 Euro wie Make-up-Bereich, habe ich zumindest nicht gesehen. Amorelie ist ein großer, bekannter Shop und ja, doch, also wenn man Lust hat, sich mal auszuprobieren oder ganz unerfahren ist auf dem Gebiet und denkt so, oh, ich will mich da mal ein bisschen umgucken, mal gucken, was es so gibt, ich will mal Sachen ausprobieren, dann ist hier eine gute und große Auswahl, die viele Leute anspricht, die für jeden etwas haben kann und auch die Preise, so weißt du, keine Ahnung, so ein Ding kostet 20, 30 Euro, das kostet 30 Euro, das kostet 15 Euro, also das passt schon mit den Türchen für 4,50 Euro, wobei ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Nippeltapes jetzt 4,50 Euro wert sind, aber es gleicht sich untereinander aus und für Leute, die das, Digga, ich denke so, wenn du dich gar nicht auskennst und bei denen auf dem Online-Shop bist, dann siehst du so eine Million Sachen, du weißt nicht, was du kaufen sollst, was ist was und wofür, es wird erklärt, aber du bist dir nicht sicher und hier kriegst du so ein Paket, so Bro, hier sind 24 Ideen für Leute, die frisch sind auf dem Gebiet, probier es doch mal aus. Und das ist meiner Meinung nach ein gutes Konzept. Ich werde euch in die Infobox einen Rabattcode packen für den Online-Shop von Amorelie. Da bekommt ihr 20% auf alles, außer reduzierte Waren oder Gutscheine. In der Infobox seht ihr auch nochmal alle Infos dazu, den Code, den Link zum Online-Shop und. Er gilt nicht nur für den Kalender, sondern für alles, außer die ein, zwei Sachen, die ausgeschlossen sind. Und probiert es sehr gerne aus. Schreibt mir auch, ob euch solche Videos auf meinem Kanal interessieren. Nicht zu häufig so, Bro, weil ist jetzt, ne? So, aber ich fand, das war mal eine interessante Abwechslung und solange ich das so auf meine Art und Weise mit euch klären kann, so, ich bin so ein diskreterer Typ, finde ich das doch, warum nicht? Ja, ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr den Kalender findet und ob ihr ihn vielleicht habt oder euch jetzt kauft aufgrund des Videos, wie ihr die Auswahl vielleicht bewerten würdet, das interessiert mich sehr, sehr doll, weil so einen Kalender habe ich jetzt auch noch nie gehabt und ja, in diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss mit Küsschen und auf Wiedersehen.